Wir sind hier mitten in München im Glockenbachviertel und wenn man hier hochschaut, sieht man den Dachsportplatz. Das ist eben einer der Bolzplätze von Bund Kickgut. Sicherlich der höchste hier in München, wo man eben nicht nur einen schönen Blick auf die Stadt hat, sondern eben auch über den Dächern Münchens Fußball spielen kann. Ja, ich bin der Rüdiger Heid. Rudi von allen genannt, von manchen wiederum Papa Rudi. Von Haus aus, von der Ausbildung her, bin ich eigentlich ein Geograf. Vor vielen, vielen Jahren über die Flüchtlingsarbeit hat sich dann hier eine Konzeption plötzlich entwickelt, bei der meine Leidenschaft Fußball, Raum und Bewegung dann alles zusammengepasst hat und daraus ein ja, sehr erfolgreiches Sozialprojekt geworden ist. Bund Kickgut ist ein interkulturelles Straßenfußballprojekt, kann man schon fast nicht mehr sagen, weil es ist in München eine Institution. Das heißt, hier wird wirklich Straßenfußball seit 25 Jahren gelebt. Man sieht, wie die Kids hier Begeisterung haben. Es ist immer was los. Es ist einfach, ja, Bund Kickgut ist das pure Leben. Ja. Wir wollen Vorbilder schaffen. Vorbilder für andere Jugendliche, damit sie nicht nach den großen Vorbildern, den unerreichbaren Stars immer greifen müssen. Ich bin der Abu, ich bin 30 Jahre alt, bin in München geboren. Ich bin seit 2000 bei Bund Kickgut mit dabei und habe als Kind damals angefangen mitzukicken, weil die bei uns auf dem Bolzplatz unterwegs waren. Und bin heute studierter Sozialarbeiter und arbeite jetzt als hier bei Bund Kickgut mit. Wenn sich hier in diesem sozialen Kontext, diesem sozialen Projekt dann eben tatsächlich Talente herauskristallisieren, dann werden wir da natürlich auch fußballerisch fördern. Robert Glatzel kommt aus unserer Schule letztendlich, neben seinen Vereinsschulen, die er alle besucht hat, spielt beim Hamburger SV, der Goalgetter, oder hier bei den Löwen in der Zwischenzeit, seit diesem Jahr unter Vertrag ist der 1860, der Albion Frenesi, um nur so ein paar Beispiele zu nennen. Ein Glückstreffer war auf jeden Fall mal, als sich dann der Richard Lungstraß bei uns gemeldet hat, ja, und eine Art von Interesse bekundet hat an diesem gesamten Konzept. Bei den vielen Kooperationen, die wir in verschiedenen Kontexten zusammenhängen, auf lokaler, auf regionaler, auf nationaler und sogar auf internationaler Ebene oftmals führen, da sind wir natürlich dankbar, wenn da irgendwo Kompetenz uns dann eben auch pro bono eben und uns dann eben kostenfrei dann eben zur Verfügung steht. Das Schöne ist eben, dass ich meine Sportbegeisterung, meine Begeisterung für Fußball hier eben direkt einbringen kann und besonders begeistert mich, dass man natürlich, wenn es auch nur ein sehr kleiner Teil ist, den man eben mit seiner Pro-Bono-Arbeit leistet, dass man aber direkt hier so den Einfluss und den Impact sieht.